Hallo, diesmal geht es um die Frage, welches Equipment benutze ich und welche Programme. Zuallererst zum Equipment, ich habe ein T-Bone 440 SC. Das habe ich mir damals in einem Podcast-Bundle geholt, zusammen mit einem Ständer, Popschutz, Aufnahmeprogramme und anderem Schnickschnack, den man nicht unbedingt braucht. Und allgemein bin ich mit dem Ding recht zufrieden. Einen kleinen Nachteil hat es, also das Hintergrundrauschen ist doch manchmal hörbar, vor allem bei älteren Spielen, wo nicht so viel Ingame-Sound ist. Das könnte man natürlich nacheditieren, zwar mit Audacity, aber dadurch leidet meistens auch die Qualität der restlichen Tonspur. Deswegen versuche ich das zu vermeiden. Also wenn ich irgendwann mal Geld überhaben sollte, steige ich auf das 450 SC um oder schaue mich mal um nach richtig professioneller Hardware. Aber das ist ja immer so eine Kostenfrage leider. Das war es dann auch schon am Equipment. Bei der Software benutze ich zum Aufnehmen primär DxTory. Denn bei DxTory kann man zwei oder drei oder beliebig viele Tonspuren gleichzeitig aufnehmen und die dann auch nachträglich separat editieren. Fraps benutze ich zwar auch, aber das ist halt immer nur eine Tonspur. Das heißt, er nimmt den Ingame-Sound, er nimmt meine Stimme und vermurkst sie alles zu einer Datei. Das heißt, ich kann dann nicht mehr nachträglich den Ingame-Sound runterschrauben, ohne meine eigene Stimme auch runterzuschrauben. Und das ist sehr ärgerlich. Also da ist DxTory wesentlich angenehmer, es hat auch mehr Einstellungsmöglichkeiten als Fraps. Und erkennt mehr Programme an. Also ja, wenn ihr das Geld über habt, würde ich euch auch nahelegen, beide zu holen. Denn Fraps hat dafür andere Vorteile, wie zum Beispiel ein einfacheres Aufnehmen der Desktop-Oberfläche oder ein schnelleres Erkennen von manchen Programmen. Zum Beispiel bei DOSBox macht DxTory ab und an mal Probleme. Warum auch immer, bei manchen Spielen ja, bei manchen Spielen nein. Aber na gut. Also ja, zum Aufnehmen benutze ich Fraps und DxTory, wobei ich DxTory meistens benutze. Zum Nachbearbeiten benutze ich meistens schon mein Renderprogramm. Natürlich kann man auch mit Audacity arbeiten, aber die Mühe mache ich mir selten, denn die Tonqualität ist so meistens schon okay und die gröbsten Einstellungen kann ich halt direkt im Renderprogramm selber machen. Das Renderprogramm wäre Vegas Movie Studio HD Platinum 11. Ja, der Name ist ziemlich lang, aber das Programm ist cool. Also es hat jede Menge Einstellungsmöglichkeiten, auch was Special Effects angeht und dergleichen, auch wenn ich die Special Effects noch nicht wirklich nutze, weil es halt tierisch viele sind und man muss sich erstmal reinarbeiten. Aber es hat halt auch die Soundbearbeitung, ähnlich wie Audacity, zwar nicht ganz so ausführlich, aber für Kleinigkeiten wie Sachen rausschneiden, Tonlage ändern und dergleichen ist es immer noch gut zu verwenden. Außerdem hat es eine schöne Auflistung von den einzelnen Tonspuren. Es verändert keine Sachen, die man auch nicht will. So, mein größtes Problem am Anfang war, ich habe mit dem Windows Movie Maker, wie auch immer der heißt, der standardmäßig mitgeliefert ist, gearbeitet. Und der hat, ohne es anzuzeigen, die Tonspur leiser gemacht, wenn man Musik eingefügt hat. Das war ziemlich ärgerlich. Ja, also solche Spirenzien macht der Vegas Movie Studio nicht mehr. Da ist alles genau so, wie man es haben möchte. Außerdem gibt es jede Menge Einstellungsmöglichkeiten und Presets, dass ich für jedes Projekt ein eigenes Preset habe. Also, dass die Sachen dann in einer bestimmten Auflösung gerendert werden, mit einer bestimmten FPS-Zahl und so weiter. Das ist schon sehr angenehm und verringert die Arbeitszeit um einiges. Das war es jetzt auch schon an Programmen, die ich direkt für das Aufnehmen benutze. Dann kommt halt noch Skype dazu, um mich abzusprechen mit dem Feedback-Team und mit anderen Projekten, die ich habe. Steam, um die aktuellen Spiele runterzuladen und GOG für die etwas älteren Spiele. Denn GOG hatte den Vorteil, dass da alles schon vorher eingestellt ist. Man muss dann nicht stundenlang rumfriemeln, um die alten Spiele zum Laufen zu bekommen. Und das finde ich schon recht praktisch. Für die grafische Bearbeitung benutze ich dann noch GIMP, weil für Photoshop habe ich das Geld momentan nicht über und so viel bessere Einstellungsmöglichkeiten gibt es da auch nicht. Aber genug Schleichwerbung, das sollte erstmal für diese Frage gewesen sein. Bis bald!